Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu den Ender Games. Minecraft, wie gehe ich hier wieder zurück? F5, genau. Ah, warte, 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 okay. Wir spielen das Ketai, weil das Biom Beach war. Und Beach, da ist meistens Wasser. Und da der Hai Wasser mag, habe ich mir gedacht, ist bestimmt ganz gut für den Hai, wenn er mal ins Wasser kommt. Und jetzt werden wir alles vernichten. Ich habe eben schon mal zwei Runden aufgenommen, die liefen ganz gut. In der einen Runde habe ich einen am Anfang Fische gegeben und dann hat er mich einfach umgebracht. Ich habe ihm extra so 4 Fische gegeben und er so voll misstrauisch und dann hat er mich einfach umgebracht, als die Runde losging. Das fand ich nicht so nett. Schenkt man schon mal einem Fische und dann bringt er ihn einfach um. Immer diese Minecraft-Spieler. Naja, egal, diese Runde wird besser laufen. Um den Hai zu erklären. Oh, es laggt. Oh nein. Hallo, ich hätte gern mein Stuff. Spiel. Hä? Warte, was? Haben wir? Ja, gut, wir haben jetzt noch das auf. Was hat das denn für ein Lag? Okay, egal. Um den Hai zu erklären, er hat am Anfang Buffs. Und zwar hat er die Buffs... hier. Schnelligkeit 2, Regeneration 2, Resistenz 2 und unter Wasser atmen. Müsste ein Hai natürlich auch können. Sonst wäre das ja blöd, wenn er die ganze Zeit im Wasser wäre und nicht atmen könnte. Und diese Effekte hat er aber auch nur im Wasser. Am Land hat er dagegen dann Schwäche und irgendwas anderes. Ich kann mal kurz nachgucken. Genau, einfach nur Schwäche. Das heißt, man sollte mit dem Hai lieber im Wasser kämpfen statt am Land. Das heißt, man muss die Gegner alle ins Wasser locken. Deswegen ist die Klasse auch irgendwie voll die Camper-Klasse. Aber naja. Dafür nenne ich ganz viele Hacker, wenn du als Hai gewinnst. Weil du einfach so viel aushältst wegen der Regeneration 2. Das ist richtig schön. Deswegen bietet sich dieses Biom auch richtig an. Beach einfach, weil hier überall Wasser ist. Wieso habe ich jetzt eigentlich nochmal Holz geholt? Wir haben eh genug Holz. Ja. Was ich auch immer gerne mache als Hai, ist Fallen bauen, auch wenn das irgendwie voll arm kommt. Aber so sammelt man ein paar Punkte. So. Und die Falle ist fertig. Schön, ne? Jetzt warten wir, bis wir gefordert werden. Mit dem Marvina. Und Marvina stirbt jetzt bestimmt, weil er bestimmt keinen Eimer dabei hat oder nicht weiß, wie er da rauskommt. Das ist ganz heftig. Leider haben wir kein Essen, fällt mir gerade auf. Vielleicht ist ja in dieser Kiste etwas. Essen? 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 Nein. Aber ein Wassereimer. Wassereimer nehme ich auch immer gerne mit der Zeit. Falle! Marvinator hat Falle geschrieben. Aber er ist scheinbar nicht gestorben. Noch nicht. Wir können ja mal fragen. Stirbst du? No, er ist gestorben. Aber wir haben keine Punkte bekommen. Oder doch? Hat es ihm Delüm gemacht? Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist er gestorben. Und es leben auch gar nicht mehr so viele. Waren am Anfang überhaupt volle alle da? Weiß ich gar nicht. Bohnen ist auf jeden Fall ein bisschen Fleisch. Oh nein, jetzt ist er. Ja. Der ist hinter der Barrikade. Die ich endlich auch mal sehe. Die hatte ich eine ganze Zeit lang irgendwie aus, weil ich irgendwas in den Einstellungen umgestellt hatte. Dann konnte ich die nicht mehr sehen. Das war nicht so schön für Ender Games. Wieso ist hier ein Goldschwert drin? Ist ein Goldschwert? Nee. Oh, Pfeile. Meine Pfeile. Auch wenn wir keinen Bogen haben. Pfeile nehmen wir gerne mit. Die nehmen wir auch mit. Wir haben nämlich noch überhaupt keine Ausrüstung. Oha. Oh, hier ist er. Okay, eine volle Ausrüstung. Wenn man schon davon spricht, dann kommt sie auch. Und eine neue Kiste mit Enderperlen und einen Bogen. Oh, der Bogen für uns. Unser Bogen. Gut, wir könnten uns einen Goldhelm machen, wenn wir hier irgendwo eine Workbench finden. Aber sieht nicht so aus, als wenn hier... Oh, wir können uns ein Diaschwert machen. Okay, wir machen uns selber eine Workbench. Wir machen uns selber eine, wenn der nächste Spieler nicht... Oh doch, der ist genau hinter uns. Oh fuck. Aber wir haben Pfeil und Bogen. Okay, es ist ein Känguru. Wie es aussieht, ist egal. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken und craften ein bisschen. Und zwar einen Eisenbrustpanzer. Ja, ja. Ist okay. Oh, wir haben gar nicht mehr so viele Leben. Oh shit. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir so schnell so viele Leben verlieren. Aber klar, wenn wir keine Ausrüstung haben, ist das klar. Lol. Gut, wir haben ihn gekriegt mit unseren Pfeil und Bogen. Und es leben nur noch 3 Leute. Was ist das denn für eine schnelle Runde, bitte? Ich hatte auch eben eine Runde, da haben sich alle am Anfang im Wasser bekämpft. Das war natürlich voll gut für mich. Okay, sind alle ganz weit weg. Ich will trotzdem gerne ins Wasser, weil ich mich da sicherer fühle. Die Milch können wir auch mal trinken, dann können wir nämlich mehr Wasser mitnehmen. So. Jetzt müssen wir uns nicht mal mehr ein Diamantschwert craften. Das ist ja nett von dem gewesen, ne? Allerdings haben wir jetzt auch keine Working Bench mehr. Oh, keine Working Bench mehr. Nein, warum? Gut, wir brauchen mehr Holz. Holz oder Working Bench. Wir laufen einfach zum Holz. Der Typ ist ja ziemlich weit weg. 200 Blöcke. Pff.
Da oben ist aber noch eine Working Bench, die können wir mitnehmen. Und ich würde lieber meinen Bogen verzaubern. Okay, vergessen wir das. Was soll ich machen? Genau, Dia-Schuhe. Haben wir sonst noch was? Wir könnten uns. Oh fuck. Ja, habe ich schon gehört. Und wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Wir sind so tot. Es sei denn, ich kann mich irgendwie heilen. Ganz schnell. Denke ich aber eher nicht. Wo ist er? Da ist er. Wenn er uns trifft, sind wir tot. Oh Gott. Er wurde weggeportet. Und den nächsten haben wir nicht gesehen. Ja, super. Das hasse ich. Wieso werden die geportet und dann sieht man die für ein paar Sekunden nicht? Das ist jetzt seit neuestem. Du hast uns getötet. Oh, ach so, wir dürfen nicht nahe genug an ihn ran. Gut, schauen wir mal, wer von den beiden gewinnt. Dann soll der Theo wenigstens gewinnen, aber die sind weit auseinander, oder? Sieht man den anderen irgendwo? Nö. Wo ist jetzt. Wo ist Theo hin? Theo? Da ist Theo. Das war jetzt doof. Den einen hätten wir vielleicht noch bekommen, obwohl er uns auch nur einmal treffen hätte tun müssen. Aber dass man die am Anfang nicht sieht, finde ich doof. Ja, wegstoßen werden. Piu! Wir sind ein Pinball. Piu! Ja gut, ich weiß nicht, wo der andere ist. Theo ist hier und Pixelo. Okay, die sehen sich gleich. Vermute ich einfach mal. Theo ist. Genau. Okay, finaler Kampf. Haben sie sich gezwitscht oder wurden sie gezwitscht? Die wurden wahrscheinlich gezwitscht. Und der Typ ist runtergefallen. Jetzt ernsthaft. Oh, Theo, was tust du? Da wollte er bestimmt nicht runter. Kommt der andere? Los, komm her. Hier ist er. Hier, ich zeig dir, wo er ist. Wird er mich wegschubsen, wenn ich jetzt hier drüber stehe? Wahrscheinlich. Komm. Mann, der ist hier drin. Jetzt komm her. Ich bin kein Gegner, ich bin ein Geist. Komm runter. Oh, er haut jetzt nicht wirklich ab, oder? Er weiß nicht, wo er ist, deswegen traut er sich da nicht hin, wahrscheinlich. Ah. Pixelol. Komm her, ich will, dass du mich wegschubst. Boah, der traut sich da echt nicht rein. Jetzt ist er gleich in der Höhle. Hä? Bekämpfen die sich? Ne, er ist gegen den Kaktus gelaufen, oder wie? Hä? Was hat er gemacht? Ich verstehe das gerade nicht so wirklich. Jetzt lässt er da wahrscheinlich Lava runterlaufen. Ja. Oh, da wurde geswitcht. Ich will da rein. Lass mich da rein. Nein, ich darf nicht. Okay, was macht Pixelowl jetzt? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Dedede. Er wirft sich mit einer Enderperle raus. Ja, gut. Dann können wir auch bei Theo weitergucken. Der verzaubert gerade irgendwas. Yeah, jetzt bin ich voll der Kommentator hier. Er hat sich perfekt rausge. Dingesbumst. Geenderperlt. Und was passiert jetzt? Mann, sie gucken sich die ganze Zeit an und machen einfach gar nichts. Geht da noch was? Hä? Sieht Theo ihn nicht, oder? Oh, die war zu weit. Genau an Theo vorbei. Theo wundert sich. Wo ist er? Hä? Ist er wohl noch in der Höhle drin? Wieso laufen die denn die ganze Zeit nur weg? Komm, bekriegt euch. Ihr seid die beiden Letzten. Glaube ich. Ach nee, es gibt drei. Nee, zwei. Zwei. Und zwei, drei, vier, fünf Zuschauer. Vier Zuschauer. Katzenheld 012. Auch ein cooler Name. Hä, wo ist der hin? Achso, sie wurden wieder geportet. Ich will jetzt aber, dass sie mal gegeneinander kämpfen. Ich wollte ja eigentlich nur noch so eine Minute zugucken oder so. So, jetzt geht's endlich ab. Ja, fight! Dedede. Und Pixelol läuft schon wieder weg. Oh. Du Langweiliger. Steht er da drauf rum? Okay, was macht er? Gar nichts. Er hat wahrscheinlich nur in seinem Inventar nachgeguckt, ob er noch was zu essen hat. Also irgendwie die Hälfte der Zeit von dieser Folge geht jetzt dabei drauf, den zuzugucken. Ja, gut. Ich will jetzt aber, dass Theo gewinnt. Weil der mich getötet hat. Hinterrücks. Ah, oh, jetzt geht's ab. Jetzt, ja! Pixelol hat Lava gesetzt, aber sie hat nicht getroffen.
Und Theo hat ganz viele Pfeile so hinterhergeschmissen, ohne sie zu schießen. Und was geht jetzt? Oh nein, Theo ist in Lava gefangen und Theo wird sterben. Theo wird sterben. Theo hat verloren. Pixelol. Pixelol. Ja, Pixelol. GG. Pixelol hat gewonnen. Kacknoob. Oh yeah. Oh yeah. Theo hat Kacknoob geschrieben. Ja, Theo ist toll. Ja. Gut. Das war's dann für diese Folge. Tut mir leid, dass das jetzt so komisch war und dass ich nur zugeguckt habe für 3 Minuten. Aber egal. Dafür will ich jetzt öfters Endergames rausbringen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Endergames. Hier kann man ja gar nicht fliegen, das ist ja blöd. Ich will fliegen können, fliegen können, fliegen können wie ein Vogel. Naja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und Moment. Ich bin runtergefallen. Tschüss!